Mein Name ist Gerhard Wagner, ich bin der Geschäftsführer der OMV in Deutschland. Die meiste Arbeit für uns und auch im Übrigen für das restliche Team im Management ist die Vorbereitung des Shutdowns. Wir arbeiten seit über einem Jahr in der Vorbereitung. Wenn die Welle rollt sie. Dann werden wir das Ganze begleiten und wie beim Spiel die Daumen drücken, dass wir zum Schluss dann als Sieger vom Platz gehen. Eine besondere Herausforderung in dem Shutdown, den wir 2014 hier in Burghausen machen, dass mit der Borealis zusammen ungefähr 3000 zusätzliche Mitarbeiter zu uns kommen, die in sehr kurzer Zeit, in drei, vier Wochen sehr viel bewegen müssen. Und die Herausforderung ist, die gesunde Renze bekommen und gesund wieder nach Hause zu bringen. Das Wichtigste ist, dass es möglichst störungsfrei und geräuschlos bei uns abläuft, für unsere Mitarbeiter, für unsere Partnerfirmen, für unsere Nachbarn. Das heißt in erster Linie, dass jeder gesund nach Hause geht. Ja, die deutsche Nationalmannschaft hat ja schon 4 Sterne inzwischen hier oben auf dem T-Shirt und auf dem Trikot. Jeder von uns hat einige Shutdowns schon hinter sich. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, bei mir ist es jetzt die Penta, der 5. Shutdown. Und es gibt Kollegen, die sind fast wahrscheinlich schon 2-stellig. Der Shutdown ist die regelmäßige Überprüfung Ihres Autos. Bei uns ist das Auto halt ein bisschen größer. Wir machen es nicht alle 2-3 Jahre, sondern alle 7 Jahre. Deswegen dauert es auch ein bisschen länger und kostet auch ein bisschen mehr. Aber das ist für uns dann wieder die Gewähr, dass wir die Zeit bis zum nächsten TÜV-Stopp auch sauber über die Bühne bringen. Wir haben uns jetzt sehr lange, über ein Jahr, darauf vorbereitet. Das ist wie bei einem Auftritt, bei einem Konzert, bei einem Spiel. Wenn dann der Ampfiff endlich da ist, wenn der erste Ton erklingt, dann ist das Lampenfieber weg und dann geht's los und darauf freue ich mich. Also bei mir ist es relativ simpel. Der Klaus Augenthaler hat hinterher immer gesagt, und dann trinken wir ein Weißbier, wenn wir fertig sind, und ich werde mich daran halten.